Ja, Mensch, herzlich willkommen zur nächsten Schlacht im KGS-TDW-Turnier 3.0 mit der Runde 6 im Achtelfinale. Diesmal mit der Schlacht des Red Boosters gegen den Schwanko. Und zwar führt der Red Booster die Takeda, also das Reitervolk, in die Schlacht. Und der feindliche Schwanko führt die Uesugi in die Schlacht. Meinen Hassclan, weil ich ihn nicht aussprechen kann. So, schauen wir uns die Aufstellung mal ganz schnell an. Der Red Booster hat Naginata Samurai, Katana Samurai, Bogen Samurai, Bogen Samurai, Naginata Samurai, Katana Samurai. Dann hier seinen General. Bitte mal was? Kiyomasas Katana Kavallerie. Yari Kavallerie der Takeda. Die Speere von Shizugata, was auch immer. Und Katana Kavallerie der Takeda, also natürlich, wie man es für die Takeda sehen kann, die Kavallerie ist sehr ausgeprägt. Dann haben wir hier auf der Seite vom Schwanko Katana Samurai, Krieger Mönche, Naginata Samurai, Naginata Samurai, Bogen Krieger Mönche und nochmal Bogen Krieger Mönche und nochmal Bogen Krieger Mönche und wenn man das gehört hat, hier fährt gerade ein Polizeiwagen längs, wenn nicht, dann fährt trotzdem einer hier längs. So, dann noch sein General und vermutlich wieder mal in den Wäldern die Kavallerie. Mal sehen. Oder er hat vielleicht gar keine Kavallerie mit dabei. Man weiß es nicht. Wir werden es sehen. Na Jungs, alles klar? Wie geht es euch? Also so spontan würde ich sagen, Red Booster hat einen großen Vorteil durch die Kavallerie. Wenn Schwanko da nichts Großartiges gegen anstellen kann, hat er durch seine Nahkampfinfanterie echte Probleme, weil er hat nur die Kriegermönche und die Naginata-Samurai und das sind ja jetzt nicht ausgesprochen gute Einheiten gegen Kavallerie. Da hätte man vielleicht vielleicht Yari Ashigaru oder Yari Samurai brauchen müssen für eine gute Gegenarbeit gegen Kavallerie. Da das ja auch noch diese besonderen Katana-Kavalleristen und die Yari-Kavalleristen sind. Der Takeda, die so einen komischen, was auch immer die da haben. Auf jeden Fall haben die durchaus einen Vorteil dadurch. Ah, hier taucht tatsächlich Kavallerie auf. Das ist die Yari-Kavallerie. Allerdings nur einmal. Mal sehen, ob noch mehr auftaucht im Verlaufe der Schlacht. So, im Vergleich der normalen Truppen so, mal abgesehen von der Kavallerie, würde ich sagen, da hat... Ja, da hat Red Booster tatsächlich auch noch relativ gute, qualitativ hochwertige Einheiten genommen. Naginata Samurai, Katana Samurai und nochmal die beiden. Oder nochmal hier Bogen Samurai, also die sind schon gar nicht so teuer, nicht gerade so günstig, wollte ich sagen. Die können auf jeden Fall auch gegen die Kriegermönche einiges standhalten. Und wenn dann die Kavallerie richtig gut eingesetzt wird, dann könnte Schwanko tatsächlich einige Probleme bekommen. Mal schauen, ich bin gespannt. Weil ihr müsst ja wissen, ich schaue mir die Schlachten vorher kein einziges Mal an, sondern ich kommentiere die eigentlich immer, sobald ich sie sehr, also ich kriege sie zugeschickt und kommentiere sie dann. Zwar weiß ich meistens schon vorher, wer gewonnen hat, weil das mir mitgeteilt wird. Oh, hier tauchen tatsächlich Lundenschloss-Samurai nochmal auf. Allerdings kommentiere ich die dann, ohne dass ich mir die Schlachtwiederholung bereits einmal angesehen habe. So, hier kommen die Naginata-Samurai und werden beschossen. Mit Feuerpfeilen. Oha, das drückt auf die Moral. Oh, und da werden auch viele getötet. Ein großer, großer Schaden gegen die Katana-Samurai. Jetzt schießen hier noch die Lundenschloss-Samurai. Allerdings nicht alle, sondern nur dieser mittlere Teil. Warum? Können die noch nicht treffen? Hm. Oh, und jetzt kommt die Kavallerie zum Zuge. Reitet hier in die Lundenschloss-Kavallerie, Lundenschloss
Infanterie rein und hier kämpfen auch jetzt Yari-Kavallerie gegen die Katana-Kavallerie und die besondere Speer-Kavallerie. Und das sieht nicht gut aus für Schwanko. Auf dieser Seite sieht es auch nicht gut aus für Schwanko. Die Kavallerie kommt tatsächlich sehr gut durch. Die Naginata-Samurai bindet die gegnerischen Naginata-Samurai, während die Katana-Samurai hier verlieren. Und auf dieser Flanke kämpfen jetzt zwei Einheiten gegen eine Einheit. Sieht recht gut aus noch. Allerdings kommen jetzt die Kriegermönche zur Hilfe. Das könnte die Moral auf Seiten der Takeda tatsächlich drücken. Allerdings haben sie ja noch die Kavallerie dabei. Und da hatte ich ja schon angesprochen, dass die Kavallerie-Abwehrtruppen vom Schwanko nicht die besten sind. Also er hat, wie gesagt, die Naginata-Samurai. Aber die werden natürlich auch nicht ewig standhalten. Und hier kommt er wunderbar rein mit seinen Truppen. Ja, sehr schöner Charge hinten in die Bogenschützen rein. Hat vielleicht ein bisschen das Pulver jetzt rausgenommen, mit allen Einheiten darauf zu chargen. Ist vielleicht nicht so sonderlich schlau gewesen. Hier läuft er jetzt einmal durch die Naginata-Samurai. Dadurch verliert er natürlich einige Einheiten. Die Bogen-Samurai sind jetzt auch mit im Schlachtgeschehen dabei. Könnten aber vom General überrascht werden. Ja. Ja, sieht nicht gut aus. Während der andere Takeda-General jetzt hier zur Hilfe kommt. Das ist aber nicht gut für die Bogenschützin. Das sieht nicht gut aus. Hier, die Kriegermönche halten sehr gut durch. Diese Kavallerie wird gerade wieder von den Naginata-Samurai eingekreist. Waren gerade ein wenig untätig. War nicht sonderlich gut. Die Naginata-Samurai kommen hier aber, haben es überlebt hier und können noch gegen die Bogenkriegermönche antreten. Ist natürlich nicht schlecht. Was macht der General hier? Er steigt ab und bildet ein Quadrat. Okay. Na gut, das war sicherlich geplant. Das ist natürlich eine gute Ablenktaktik. Dadurch werden jetzt die Bogenschützen gebunden und die Takeda-Kavallerie kann hier hinten reinmarschieren. Während hier der General die Bogen-Samurai tötet. So, die Katana-Samurai kämpfen jetzt gegen die Naginata-Samurai und gegen die Kriegermönche. Also es ist nur noch die Kavallerie mehr oder weniger da. Hier hinten sind noch die Naginata-Samurai, aber sonst ist halt nur noch die Kavallerie tatsächlich verfügbar. Aber jetzt wird der General getötet, vermutlich. Zumindest sehr stark angegriffen. Und die Bogen-Samurai haben es tatsächlich noch überlebt. Sehr gut. Während hier dann plötzlich die Moral komplett gebrochen ist, da habe ich gar keine Ahnung, warum das gerade passiert ist. Warum geschah das? Man weiß es nicht. Plötzlicher Moralverlust. Naja, auf jeden Fall hat damit The Red Booster die nächste Runde erreicht. Herzlichen Glückwunsch für diesen Einzug ins Viertelfinale. Und ja, die nächsten Schlachten kommen die nächsten Tage, weil es einige Probleme in der Organisation gab. Einmal krankheitsbedingt und einmal, weil ein Mensch ausgestiegen ist. Aber die Schlachten kommen dann spätestens Montag oder Dienstag. Also werden wir dann weiter fortfahren. Wir haben ja ein bisschen früher angefangen mit der Frist und sowas alles. Mal sehen. Auf jeden Fall war es mir wieder eine Ehre, euch das zu kommentieren. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und ciao.